Ausland und bin dann auf der Agritechnica gewesen. Agritechnica, das ist so in Hannover, so eine große Messe, wo viele Maschinen und dergleichen sind. Und da hat er dann auch ausgestellt. Und ich habe ihn da begrüßt und auch die Teilnehmer. Und ich sage, und läuft's? Ja, du, wir sprechen hier hemmungslos die Leute an. Läuft, die sind ganz dankbar und wir erzählen und wir verkaufen. Ich sage, schön, läuft. Sag mal, soll ich euch einen Gefallen tun? Soll ich mal zu euren 5 Mitbewerbern gehen und da mal so für euch Prospekte einsammeln? Kann ja für euch interessant sein. Ja, macht das mal, das finde ich gut. So, und dann müssen Sie sich vorstellen, so wie ich jetzt angezogen bin, ich sage das jetzt so, also ich sah jetzt nicht unbedingt arm aus, behaupte ich jedenfalls, bin ich dann auf der Agritechnica, ja, weil es ist was Schreckliches passiert. Ich bin dann auf der Agritechnica rumgelaufen zu seinen Mitbewerbern auf dem Messestand. Auf die einzelnen Messestände bin ich gelaufen. Und dann stand ich da so auf dem Stand, dann habe ich dann hier so einen Prospektständer gesehen und dachte, ja, dann nimmst du dir die jetzt mal. Meinen Sie, mich hat jemand angesprochen auf diesem Messestand? Nein! Wie kann das sein? Eine Messeminute. Eine Messeminute kann zwischen 50 und 500 Euro kosten. Eine Messeminute. Überlegen Sie mal, was das teilweise für Standgebühren sind. Was Sie da vielleicht auch an Marketingkosten haben für den ganzen Stand. Und da stehen dann die Leute und spielen da nahezu Taschenbillard und gucken mal so in die Runde. Das kann doch wohl nicht sein. Wie oft erlebe ich das, dass ich, wenn ich da Leute anspreche, von meinen ehemaligen Kollegen, wo ich dann frage, und, was ist heute so deine Aufgabe? Ja, Oliver, ich wurde heute eingeteilt, ich soll hier mal so ein bisschen die Firma repräsentieren. Was ist denn das für ein Auftrag? Da darf man sich doch nicht wundern, wenn so eine Messebeteiligung gegen die Wand fährt. Und darum ist es so wichtig, sich da auch konkret Gedanken zu machen, hey, wie spreche ich denn die Leute an? Was kann ich denn tun, um ins Gespräch zu kommen? Und beispielsweise, wenn jemand auf Ihre Messestand geht, dann gehen Sie bitte nicht hin und sagen, kann ich Ihnen helfen? Also wenn ich in Ladengeschäfte gehe, ja, und da kommt eine Verkäuferin oder ein Verkäufer auf mich zu und sagt, oder Sie kommen zurecht, ja? Also wenn ich diese Sätze höre, also insbesondere, kann ich Ihnen helfen? An manchen Tagen sage ich dann auf die Frage, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich hoffe doch, Sie scheinen ja hier zu arbeiten. Also manchmal habe ich es wirklich satt. Also ehrlich, ja, was ist denn das für eine Anmache? Ja? Also eine Idee. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel in Ihrem Ladengeschäft ein Prospekt oder auf dem Messestand ein Prospekt in die Hand nimmt, warum nicht beispielsweise sagen, ich sehe, Sie nehmen sich gerade hier ein Prospekt, welches Thema interessiert Sie denn? Ja? Also dieses, ich sehe, Sie nehmen sich gerade ein Prospekt, Kunde denkt, jo, welches Thema interessiert Sie denn? Ja, ich interessiere mich für XY. Zack, ist mal im Gespräch. Ja? Aber es ist auch viel mehr auf Augenhöhe als, kann ich Ihnen helfen? Ja? Also machen Sie sich da mal Gedanken über Einstiegssätze. Das ist sehr wichtig, weil Gewinner erkennt man am Start und Verlierer auch.